Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Review und ich durfte jetzt 3 Tage lang mit der Pico 4 verbringen und in den 3 Tagen habe ich das Gerät ja, auf Herz und Nieren überprüft, möchte euch hiermit jetzt kein Langzeit-Review geben, sondern ein Ersteindrucks-Review nach 3 Tagen Test und ja, das alles nach dem Intro. Ja, die Pico 4 ist aktuell vorbestellbar. Ab 429 Euro geht's los für die 128 GB Version und 499 Euro fallen an für die 256 GB Version. Ich konnte das Ding jetzt 3 Tage lang testen, also darauf bezieht sich jetzt auch mein Review für die 3 Tage. Es kann sein, dass ich das nach mehreren Wochen, Monate nochmal eventuell abändere oder was dazu sagen muss, was mir noch aufgefallen ist. Und man weiß ja nie, was so ein Langzeitreview kann ja komplett anders ausfallen als ein Kurzzeitreview. Aber klar, ich kann es verstehen. Ihr wollt natürlich auch jetzt erfahren, was kann das Teil? Ist es was für mich? Und also erstmal muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin echt positiv überrascht, auch für diesen Preis, was wir da für bezahlen müssen, haben wir hier ein echt tolles Headset. Und gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Sachen ein, auf die einzelnen Komponenten und Bewertungskriterien und ja, fangen wir an mit dem Display. Wir haben hier ein LC-Display verbaut, was mit 2160x2160 Bildpunkten auflöst und das pro Auge. Beim LC-Display ist natürlich immer die Frage, wie ist der Schwarzwert? Das ist meistens die erste Frage, die man so gestellt bekommt. Und ich muss sagen, der Schwarzwert ist hier im Normbereich von LC-Displays. So kann man das, glaube ich, am besten ausdrücken. Wir können hier keine Wunder erwarten wie vom OLED-Display, dass wir hier ein tiefes Schwarz haben, sondern wir haben wirklich so ein Mischmasch zwischen Grau und Schwarz. Das ist ganz normal, weil ein LC-Display halt ja nicht komplett die Bildpunkte abschalten kann. Wir haben immer eine Hintergrundbeleuchtung und deshalb ist das Schwarz dann halt immer so ein bisschen gräulich. Zu schwarz. Also ne, so ein Mischmasch haben wir da. Und beim OLED können die Pixel einzeln abgeschaltet werden und deshalb haben wir da auch wirklich ein komplettes, tiefes Schwarz. Kommen wir zum Erfreulichen, das sind die Farben und die Helligkeit. Also ich finde die Farben vollkommen in Ordnung, super. Also mir ist super gefallen und von der Helligkeit geht das Display auch vollkommen in Ordnung. Ich habe da jetzt nichts vermisst, auch in hellen Szenen oder in dunklen Szenen. Also alles war in Ordnung. Man hat einen Schieberegler in der Software für die Helligkeit. Da kann man, je nach Geschmack kann man das einstellen und einrichten. Also ich finde, das LC-Display macht hier einen guten Job. Und die Auflösung ist auch echt genial. Also wir haben keinen Screen-Door-Effekt mehr. Also ich habe keinen ausmachen können. Ich weiß nicht, ob es da draußen noch Leute gibt, die das dann wirklich sehen können noch. Aber ich glaube, wir sind schon in dem Bereich, wo wir das gar nicht mehr wahrnehmen können mit dem menschlichen Auge, außer wenn wir jetzt irgendeine Kamera oder sonst was haben. Ansonsten haben wir da keine Möglichkeit. Wir haben hier einen Field of View von 105 Grad und das sind den Pancake-Linsen zu verdanken. Also die bauen sehr, sehr, nicht sehr hoch, sehr flach bauen die und deshalb kommen wir sehr nah ans Display ran und das ist perfekt. Und also für mich gibt es da nichts zu meckern. Wir haben keinen, Toilettenpapierrollen-Durchblick mehr, sondern wir haben wirklich ein schönes Field of View. Das ist natürlich von Kopf zu Kopf auch unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie nah man halt mit den Augen drankommt oder nicht. Und ob man jetzt ein Brillenträger ist oder nicht, dann weicht das natürlich ab. Weil mit einer Brille komme ich ein bisschen weiter weg vom Display, hat dadurch natürlich auch ein kleineres Field of View. Wir haben hier aber noch diesen Spacer, den muss man eventuell benutzen, wenn man eine Brille darunter anziehen möchte. Das muss man halt abwägen oder mal abmessen, probieren. Alles erkläre ich in meinem Unboxing-Video, das ist auf jeden Fall auch unten verlinkt. In der Beschreibung könnt ihr auch mal raufschauen, da zeige ich euch die Montage auch dazu. Ja, kommen wir vom Display zu den Linsen. Wie eben schon erwähnt, haben wir hier Pancake-Linsen verbaut. Pancake-Linsen bauen sehr, sehr flach. Wir kommen schöner ans Display ran, viel, viel näher, haben keinen Fresnel-Schliff mehr. Dadurch minimieren sich die God-Rays. Ja, ich habe sie noch gesehen, aber nur, weil ich darauf geachtet habe. Also ich meine, sie sind so schwach, dass es nicht mehr stört. Also ich komme von einer Brille mit Fresnel-Schliff, wie ihr wahrscheinlich auch. Und da sind die God-Rays natürlich sehr schlimm, bei meiner Brille auf jeden Fall und sehr störend, ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Also das ist schon mal sehr, sehr gut.
Wir haben hier auch eine automatische oder motorische IPD-Verstellung, also der Augenabstand. Und der geht normalerweise von 62 bis 72 mm, kann man den über die Software mit Plus und Minus hoch oder runter regeln. Und dann gibt es nochmal eine Möglichkeit, die Blockade rauszunehmen, die elektrische Blockade, dass man unter 62 mm geht. Also für Leute mit kleineren Augenabstand ist es natürlich wichtig, dass die auch unter 62 kommen. Hier erinnert die Software aber einen daran, Vorsicht, man kann sich dadurch die Nase quetschen. Zum Beispiel bei mir, ne, große Nase, wenn man in der Brille steckt, natürlich muss man das natürlich in der Brille alles einstellen, dann fährt der Motor die Linsen zusammen. Und dann kann es sein, dass die Nase gequetscht wird und da muss man echt aufpassen. Aber es gibt eine Möglichkeit zwischen, ja, bei mir ging es jetzt nur 59 bis 72 mm, wenn diese elektrische Blockade raus ist. Das muss man über so ein Häkchen aktivieren und dann kann man auch einen Augenabstand von 59 mm einstellen. Ist sehr wichtig, finde ich, weil wenn das nicht stimmt, hat man einfach kein gutes VR-Gefühl, eventuell sogar unscharfes Sehen, Doppelbilder, muss nicht sein. Macht man sich auch die Augen mit kaputt. Also da bin ich mir eigentlich sicher, wenn man da falsche IPDs ständig hat, dass es nicht so wirklich gut ist. Und das ist positiv. Mir gefällt auch, dass es elektrisch ist, ohne Regler. Ich kenne es von anderen Brillen, die verstellen sich automatisch mal, wenn man irgendwie da dran kommt oder mit der Nase wackelt und verstellt sich. Habe ich hier überhaupt nicht gehabt. Also das erstmal dazu. Das ist schon mal sehr positiv zu bewerten. Und ja, das sind die Linsen-Display, haben wir jetzt abgearbeitet. Und jetzt könnten wir uns eigentlich mal um den Sound kümmern. Vom Mikrofon. Und das ist sehr, sehr wichtig für Leute, die meinen Kanal folgen und auch Aufnahmen sehen möchten. Und eventuell natürlich auch für die ganzen Multiplayer-Gamer, die da draußen sehr gerne online spielen. Man möchte ja auch vernünftig gehört werden. Und da habe ich ein kleines Video vorbereitet für euch und das würde ich jetzt erstmal abspielen und danach können wir uns dann nochmal über den Sound unterhalten. So Leute, willkommen bei Sweet Surrender und ich möchte mit euch ein ganz kleines Gameplay hier machen, damit wir mal erstmal die Mikrofonspur auch hören. Wie hört sich das Mikrofon an? Und ja, ich kann nur sagen zum Display, also es sieht echt fantastisch aus. Screen-Door-Effekt nimmt man hier wirklich nicht wahr, also ich auf jeden Fall nicht, egal wie nah man da irgendwie rangeht. Also man kann es wahrscheinlich nur erahnen. Also perfekt, Farben sind echt toll. Helligkeit ist auch vollkommen in Ordnung. Natürlich haben wir in dunklen Szenen das typische LC, nicht schwarz, sondern dieses Grau. Grau ist ja natürlich übertrieben, ne? Aber das ist halt bei jedem LC-Display so, dass wir kein Tiefschwarz haben wie bei OLED. Aber ich finde es echt nicht problematisch. Natürlich ist das immer schön, wenn man ein richtig schönes Schwarz hat, aber das macht eine verdammt gute Figur hier, das Display. Was mir ein bisschen auffällt, ich glaube, manche Spiele sind nicht wirklich auf dieser Auflösung optimiert worden. Ich denke mal, das wird noch durch Updates gemacht. Auch mal gucken, wie das Tracking funktioniert, wie gut das Ganze läuft. Auch ich spiele im 90-Hertz-Modus und das läuft alles sowas von flüssig. Eigentlich perfekt. Normal muss man ein bisschen langsamer hier durch das Level, aber für das kurze Gameplay hier reicht's. Kann man hier so ein bisschen schneller agieren. Oh, da war es auch schon vorbei. Also auch vom... Ach, guck mal, hier da oben ist was. Tracking funktioniert wunderbar, auch egal in welche Position ich hier gehe. Keine Probleme dabei. Hier gehen wir mal hoch. Ach, der kleine Kerl hier.
Ja, ihr seht wahrscheinlich auch, wie gut und flüssig das alles läuft. Und ich bin echt positiv überrascht über dieses VR-Headset. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber wir müssen natürlich auch mal sehen, das geht ab 429 Euro los und was wir hier geboten kriegen für das Geld, ist einfach echt top. Und zu den Pros und Cons, da kommen wir natürlich im Laufe des Videos noch zu. Aber das wollte ich euch mal zeigen. Hier ein kleiner Mikrofon-Soundcheck, damit ihr mal hört, wie gut das dann halt rüberkommt. Ja, Aufnahme funktioniert auch echt gut für uns YouTuber. Also gehen wir mal zurück zum Sebastian. Ja, danke Sebastian. Das war das Vizu Render Gameplay und Mikrofontest. Tracking-Test kann man es auch ein bisschen nennen, um euch mal zu zeigen, wie gut das funktioniert. Aber kommen wir erstmal zum Mikrofon. Wir haben ja hier ein Dual-Mikrofon. Hier sind die zwei kleinen Löcher, die könnt ihr auch ganz gut sehen, ne? Hier. Und hat Noise Cancelling an Bord und ich fand den Sound jetzt echt sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ab und zu, wenn es S-Laute gibt, dieses Zischeln hat man leicht gehört. Pop-Geräusche fand ich jetzt nicht schlimm. Also das habe ich schon mal schlimmer gehört bei anderen Brillen. Ist sehr gut und ich glaube, hier ist ein schon verdammt gutes Mikrofon eingebaut, was die Soundqualität angeht und ist natürlich wichtig für Online-Games. Chats, wenn man irgendwann sich mal mit Freunden irgendwo trifft und chattet, ne, ist es natürlich wichtig. Und natürlich auch für unsere Aufnahmen und Livestreams. Das ist natürlich auch wichtig. Und von daher ist hier echt, wenn man sich den Preis mal überlegt, 429 Euro, ist das hier verdammt gut und gut gelöst. Von daher gibt es nichts zu meckern. Kommen wir vom Mikrofon auch zum Sound. Und ich bin eigentlich ja immer ein Freund von wirklich Over-Ear-Kopfhörern oder In-Ear mag ich nicht, aber diese Over-Ear-Sachen. Und ich bin echt überrascht, wie gut der Sound hier ist von diesen Lautsprechersystemen, sage ich einfach mal, was hier im Headstrap integriert ist. Also wir haben hier mehrere Auslässe. Wir haben hier einen Auslass. Wir haben hier zwei Auslässe hier. Und dann haben wir auch noch mal unten einen Auslass hier und also das bringt schon verdammt guten Klang rein. Also ich habe jetzt da auch nichts vermisst. Einzige ist, wenn man wirklich in irgendeinem Raum spielt, wo dann andere Leute sind, die reden, man ist natürlich nicht abgeschirmt. Das muss man wissen, aber da kann man sich dann auch andere Lösungen aussuchen, wie In-Ear-Kopfhörer über Bluetooth oder sonst was. Wir haben hier keinen Klinkenstecker an Bord, das finde ich sehr schade. Ist natürlich ein kleines Problem, aber die meisten haben ja wirklich diese Bluetooth-Kopfhörer und damit kann man das dann natürlich auch abfangen. Aber ich finde die Lösung erstmal echt gut. Also war ich echt positiv überrascht von einem super schönen Klang. Man konnte super auch hören, wo Gegner herkommen. Also Gegnerordnung war perfekt. Da habe ich absolut nichts zu meckern. Und auch wieder, da muss man den Preis wieder nennen, 429 Euro. Da kriegen wir schon verdammt viel geboten. Und das war Mikrofon und Sound. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Mikrofon-Sound sagt. Wie findet ihr das? Und dann kommen wir von dem Mikrofon-Sound-Check, kommen wir zu den Controller-Check. Ja, kommen wir zu den Controllern und die habe ich hier und ich muss sagen, ich habe mich super schnell daran gewöhnt. Ich kam direkt klar damit, vom Handling her super. Ich finde auch die Ringe, die sind sehr schön vom Platz her. Ich habe auch keine Probleme beim Nachladen von Waffen gehabt oder bei Indes zum Beispiel mit Pfeil und Bogen, dass man schon mal bei anderen VR-Sets kommt davor, dass man dann die Sensorringe berührt. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Und ich bin echt überrascht. Auch wieder positiv überrascht. Tracking funktioniert auch sehr gut. Habt ihr ja auch eben ein bisschen im Video gesehen. Und wie gesagt, auch ich hatte bisher keine Tracking-Abbrüche. Außer wenn man im zu dunklen Raum spielt, dann hat das Headset natürlich Probleme. Ist bei den anderen autarken VR-Headsets aber auch. Ich habe zu gleichen Bedingungen getestet. Und wenn es irgendwann zu dunkel wird im Raum, bricht das Tracking ab. Und natürlich ist klar, weil es ist eine optische Erfassung. Von daher, wie soll es gehen ohne Licht? Also
Da ist natürlich der Erfassung Grenzen gesetzt, nicht wie bei unseren Lighthouses oder so. Ja, ist aber auch ganz normal. Aber von daher in normalen Räumen überhaupt kein Problem gehabt. Und ja, das hat ein schönes haptisches Feedback auch. Also ist ein schöner Vibrationsmotor drin, der auch einstellbar ist in der Software von, ich glaube, leicht, mittel und hart. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Dings sind. Die Bezeichnungen, aber ansonsten, ja, hier gibt es nichts zu meckern. Wir haben hier ein Batteriefach, was hier über den kleinen Punkt kann man den rausholen. Dann springt er so raus, habt ihr gesehen. Einfach hier runterziehen, diesen kleinen Pin. Und dann haben wir schon hier das Batteriefach in der Hand. Und ja, lässt sich super schnell nachladen dann, ne? Fast wie ein Magazin. Wir haben hier so eine kleine Feder drin. Deshalb springt er dann auch so ein bisschen raus. Also perfekt. Also ich habe nichts zu meckern an den Controllern. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist bei Leuten, die große Hände haben. Da bin ich gespannt, auch auf Feedback von anderen Leuten und wie ihr dann damit klarkommt. Also wie gesagt, ich habe im Unboxing schon gesagt, ich habe ganz normal, von der Größe her normale Männerhände, im Normbereich würde ich mal fast sagen. Und ich komme super damit klar. Aber kommt natürlich darauf an, wie groß die Hände sind. Und ja, wenn ihr da irgendwann Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare packen. Und ja, jetzt kommen wir von den Controllern, können wir eigentlich mal zum Headstrap kommen. Das ist natürlich auch eine Sache, die für euch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, da kommen wir jetzt zu. Ja, wie komfortabel ist das Headset? Erstmal zum Positiven. Also wir haben hier eine super Gewichtsverteilung, muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben hier hinten die Akkus verbaut. Wir haben hier vorne ja, Display, Elektronik, Linsen und so weiter. Und wir haben eine super Gewichtsverteilung. Also super ausbalanciert. Perfekt, so sollte eigentlich jedes autarke VR-Headset sein. Weil wenn alles vorne verbaut ist, wird das Gerät vorne so frontlastig und drückt auch runter, drückt irgendwann auf den Nasenrücken und ja, es ist nicht optimal, von daher haben wir hier echt eine super Gewichtsverteilung. Das Headset wiegt mit 586 Gramm, auch nicht viel meiner Meinung nach. Ist sehr bequem vom Gewicht her. Das erstmal dazu. Wir haben eine super Möglichkeit, mit der Brille reinzuschlüpfen. Alles gut, das haben sie echt gut gelöst. Jetzt kommen wir aber zu dem, was wir nicht so gut gelöst haben. Und das hat mit dem Komfort und mit dem Headset zu tun. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es das beste Headstrap ist, was ich je hatte. So muss ich ganz klar sagen. Normalerweise muss ich bei dieser Art und Weise vom Headstrap, muss ich hier diese Auflage, muss hinten hier an meinen Kopf anliegen, damit er nicht hochrutscht und so weiter. Und ich habe das Problem, dass ich jetzt eigentlich noch einen Tick fester ziehen müsste. Ich müsste das Headstrap jetzt noch einen Tick fester ziehen, geht aber nicht, weil es ist zu Ende. Mehr geht nicht. Und ja, das ist könnte ein Problem für einige Leute sein, besonders mit kleinen Köpfen. Also man kommt damit klar, es ist aber gewöhnungsbedürftig. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch schnelle Spiele gespielt, wie Sportspiele und so weiter. Also ich hatte jetzt kein großes Problem. Aber mir fehlt hier einfach noch ein bisschen Weg, um das vernünftig, bequem zu montieren. Ich glaube, wenn das gegeben wäre, wäre es echt super, wenn man noch ein anderes Facecover hat, was wirklich komplett abschließt vom Lichteinlass. Dann haben wir hier echt keine Probleme. Aber das ist ein Manko. Man muss natürlich sagen, wir haben hier ein Headset, was 429 Euro kostet. Andere Hersteller bieten hier für den Preis kein Headstrap, wirkliches Headstrap, sondern wir haben dann irgendein Gummiband da dran. Und da muss man ganz klar sagen, haben die natürlich dann besser gelöst. Ich erhoffe mir aber, dass Pico oder andere Hersteller eventuell Headsteps dafür fertigen können. Das Problem ist, dass wir haben Lautsprecher drin, wir haben den Akku drin. Hier sind wahrscheinlich auch die Leiterbahnen vom Akku, die bis nach vorne gehen. Und da weiß ich nicht, wie gut die anderen Hersteller das dann nachbauen können. Oder wie gut man das hier überhaupt wechseln kann. Ich möchte da jetzt nicht dran ziehen oder reißen, um das auseinanderzubauen. Aber da hoffe ich mir von Pico, dass die da auch irgendwann einen Premium-Headstrap dafür bauen. Weil dann wäre das echt perfekt. Weil alles andere gibt es nichts zu meckern. Also ich habe echt nichts zu meckern. Wir haben einen super Sound, wir haben ein super Display.
Was ich nicht erwähnt habe, wir haben hier noch eine RGB-Kamera für die Durchsicht, für die Pass-Through-Durchsicht. Die ist in Farbe diesmal. Also wir haben hier eine Farb-Pass-Through-Kamera drin, 16 Megapixel, glaube ich. Es ist nur eine Kamera. Das heißt, wir haben kein richtiges VR-Bild oder kein richtiges 3D-Bild. Es ist ein 2D-Bild. Für mich reicht's. Ich muss nicht mehr haben, aber AR-Spiele damit werden nicht möglich sein. Das ist ganz klar. Ist aber auch nicht das Hauptaugenmerk von diesem Headset. Also da wollen die ja gar nicht hin mit dem Headset. Es ist ein VR-autarkes VR-Headset. Von daher, für mich reicht es. Ich habe alles probiert, mal kurz durch die Wohnung damit zu gehen. Man hat halt eine komische Sicht. Das ist, weil es halt 2D ist. Man muss da auch ein bisschen aufpassen. Man sollte jetzt nicht damit irgendwie Fahrrad fahren oder sonst was. Aber mal kurz irgendwie zum Tisch zu greifen, mal was zu trinken oder zu gucken, wo sind meine Haustiere gerade. Dafür ist es echt super und ja, ich vermisse da jetzt auch nichts. Für AR-Spiele wäre es natürlich nicht geeignet. Das muss man dann auch ganz klar sagen. Aber ansonsten kann ich das Headset nur jedem empfehlen, der aktuell ja, auf Suche ist für VR-Headsets, ganz klar. Für den Preis macht man echt nichts falsch. Also ich habe in den 3 Tagen habe ich jetzt kein großes Manko dagegen gefunden, muss ich ganz klar sagen. Wie gesagt, Headstrap verbesserungswürdig definitiv. Alles andere finde ich vollkommen im Rahmen und wir haben hier echt ein gutes Headset. Wir haben endlich ja, ein gutes Konkurrenzprodukt für den VR-Markt und Konkurrenz am VR-Markt ist perfekt für alle Beteiligten eigentlich, die, ja, die VR-verrückt sind, sage ich mal. Von daher, ja, einfach ein gutes Headset. Auch vom Design her gefällt mir das super. Also das sieht so toll aus. Vom Look her eigentlich so bisher das stylischste Headset, was ich bisher gesehen habe. Also vom reinen Design her top. Einfach top. Ja, kommen wir dann aber nochmal auch zum Store. Also wir haben noch keine großen AAA-Exklusivtitel, das muss man auch ganz klar sagen, aber wir haben trotzdem sehr gute Titel dabei. Es kommt demnächst auch noch Walking Dead, Saints and Sinners, es kommt Gorn, es kommt hier Battle Sisters, der Warhammer-Teil. Dann haben wir aber noch After the Fall, wir haben Demio, wir haben Superhot, also so viele gute Spiele sind dabei, wo man richtig Spaß haben kann. Blade & Sorcery habe ich vergessen. Also guckt euch die Bibliothek mal an, den Store. Also da ist für jeden was dabei und der füllt sich auch. Also Pico ist da echt bemüht, ja, viele Spiele da reinzubringen und der wird sich mit der Zeit immer weiter füllen, auch mit richtig guten Titeln. Und also ich habe jetzt mit der, ja, die 3 Tage habe ich so viele Spiele jetzt getestet und da waren echt gute Sachen dabei. Also da kann man sich jetzt nicht an Inhalt beschweren, weil man sagt, ja, was nützt einem jetzt eine gute VR-Brille, wenn der Inhalt nicht stimmt. Aber ich finde, der Store-Inhalt stimmt. Die sind natürlich im Aufbau, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Die sind, es ist noch kein komplett fertiger Store. Also welcher Store ist schon fertig? Also man wächst natürlich immer weiter. Aber ich denke, da kommt in der nächsten Zeit so viel an Games noch dazu. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, kommen wir zum kleinen Fazit nach 3 Tagen Test. Und ich muss sagen, wer aktuell ein VR-Headset sucht, auch noch ein autarkes VR-Headset, der kommt an der Pico 4 nicht vorbei. Ganz, ganz klar, wir haben hier einen Kampfpreis ab 429 Euro. Und wir haben ja jetzt im ganzen Video erläutert, was wir alles hier für Technik an Bord haben. Und ich bin meiner Meinung nach total positiv überrascht. Habe ich so nicht erwartet. Und ja, mein Wermutstropfen habt ihr ja eben noch gesehen, das Headstrap, das könnte ein Tick besser sein, aber man kommt damit klar. Mein Wunsch wäre es natürlich, dass wir das dann irgendwann austauschen können, dass Pico da noch eine Premium-Version anbietet. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Andere Hersteller bieten uns bei dem Preis, den wir jetzt hier haben, nur ein Gummiband. Von daher muss man ganz klar sagen, irgendwo muss gespart werden, ne? Ganz klar. Es kam auch im Vorfeld die Fragen oder die Kommentare, ja, kein DisplayPort, wir können kein verlustfreies PC-VR-Gaming damit machen. Ja, können wir leider nicht, wir haben kein DisplayPort an Bord. Ist schade, ja, finde ich auch.
Aber man muss ganz klar sagen, die VR-Zukunft ist definitiv kabellos. Also ich möchte eigentlich kein Kabel mehr an meinem Headset haben. Mich stört es immer immens. Ich bleibe mit dem Fuß hängen oder wickel mich dann einmal rum. Und je nachdem, was wir für Spiele haben, stört es. Und die Zukunft wird definitiv ohne Kabel sein. Ganz klar, ja, wir haben Simulationsfans, die sitzen einfach vor ihrem Lenkrad und ja, spielen dann und da stört das Kabel nicht. Ja, ist auch richtig. Dann hätten sie auch verlustfreies Gaming, PC-VR-Gaming. Jetzt haben wir nur die Möglichkeit, mit ja, Virtual Desktop das Ganze dann irgendwann zu realisieren. Ich habe leider aktuell noch keine Version erhalten vom Guy Godin, dem Entwickler von Virtual Desktop, aber der ist da dran und ich bin mir sicher, dass das super wird, weil auf anderen Headsets funktioniert es auch tadellos. Und ja, das kann man dann realisieren, indem man sich einen guten Router holt. Oder man wartet halt auf den Wi-Fi 6-Dongle, der dann noch rauskommt, wo man dann ganz klar einfach am PC ansteckt, fertig, man hat ein System, was direkt läuft. Alles andere mit Router ist wieder, ja, nicht Plug and Play und mit dem Wi-Fi-Dongle wird es dann halt Plug and Play werden. Ja, also wir haben einen echt gut gefüllten Store, wir haben ein super Headset und wer aktuell da noch keine andere VR-Brille hat, wird hier seinen Spaß haben, definitiv. Ich habe auch meinen Spaß gehabt mit der Bibliothek, da sind einige Spiele drin, die echt gut sind und ich hoffe natürlich, dass in Zukunft da immer mehr kommt und immer mehr und ja, dass der Store sich füllt und das wird auch so kommen. Ja, Leute, wenn Fragen sind, gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, auf alles zu antworten. Und wer jetzt auch einen Vergleich vermisst zu anderen VR-Headsets, ja, der kommt noch, der kommt aber erst später. Das ist jetzt nur ein Review für diese Brille. Ich möchte ja gar nicht irgendwelche Vergleiche ziehen oder sonst was. Ich kann aktuell nur sagen, wer ja, ein aktuelles VR-Headset sucht, was ja, in den ja, Bereich High-End geht, sage ich mal, kommt an der Brille definitiv nicht vorbei, weil wir hier ja, ein schönes Display haben, wir haben guten Sound, alles da, gute Controller, das ist natürlich auch sehr wichtig und alles funktioniert. Die Benutzeroberfläche gefällt mir sehr gut, also da muss ich ganz klar sagen, gefällt mir sehr gut, auch die Einrichtung tadellos, funktioniert ohne Probleme und ich habe da keine Probleme gehabt. Wird relativ schnell erkannt, dass man sich irgendwo anders befindet, kann dann sein Guardian ziehen und fertig ist, verlässt man den Guardian, blendet die Welt ein und so hat man auch einen Schutz. Was ich jetzt aktuell noch vermisst habe, das muss ich noch anbringen, Handtracking. Ich denke mal, ich habe jetzt eine Version hier drauf, die es noch nicht implementiert hat, soll aber noch nachträglich kommen und kann sein, dass zum Release dann halt ein Firmware-Update kommt, wo Handtracking drin ist. Weiß ich nicht, ist aber angedacht und wird mit Sicherheit auch möglich sein, ist halt eine Software-Sache, hat aber in der Version, die ich jetzt hier getestet habe, ich glaube, das war die 5.1er, hat es noch nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das kommt mit Sicherheit und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es war informativ für euch, ihr konntet euch jetzt einen guten Eindruck von diesem Headset hier holen und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne unten in die Kommentare rein, in der Facebook-Gruppe oder in Discord könnt ihr die auch stellen, ich versuche da alle Fragen zu beantworten und ja. Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit, würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, ist klar. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.